herzlich bei uns Markus Bekohl, den Generalsekretär Amnesty International Deutschland. Ihn wird begleiten die Lea von der Jugendorganisation Amnesty und Rupert von Queer Amnesty. Hallo zusammen! Hallo ihr Freunde der offenen Gesellschaft und ihr Komplizen für die Sache der Menschenrechte. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. In wenigen Wochen, am 10. Dezember dieses Jahres, jährt sich zum 70. Mal die Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen. 30 Artikel, die jedem Menschen auf dieser Erde Rechte garantieren, unveräußerlich und unteilbar. Das Recht zu denken und zu sagen, was man möchte. Das Recht daran zu glauben, woran man glauben möchte. Zu heiraten, wen man lieben möchte. Zu leben, wie man leben möchte. Unsere in den letzten 7 Jahrzehnten erwachsene internationale Ordnung, die Idee eines freien und solidarischen Europas und unsere offene Gesellschaft in Deutschland beruhen auf dieser großen Idee. Die beruhen auf unserer Überzeugung, dass alle Menschen... Wir kriegen das hin. Die beruhen auf dieser Überzeugung, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben. Unteilbar. Und wenn nun die Stimmen derer lauter werden und die Taten derer drastischer werden, die diese unsere gemeinsame Überzeugung, die diese unser Verständnis von Menschenrechten, Freiheit und Demokratie angreifen wollen, dann sind wir alle gefragt. Denn sie meinen es ernst und jetzt ist es deshalb an uns, diese Rechte zu verteidigen. Eleanor Roosevelt, eine der Mütter der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, hat mal daran erinnert, worauf es ankommt bei den Menschenrechten. Nämlich, dass sie erlebbar sind für jede Frau, für jedes Kind, für jeden Mann, an all den kleinen Orten dieser Welt. In der Schule, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft oder im Büro. Und dort müssen sie jetzt auch von uns verteidigt werden. Es wird jetzt darauf ankommen, dies tagtäglich zu tun, so wie ihr das heute hier tut. Und wie viele hunderttausend Menschen bei Amnesty aktiv das weltweit immer wieder und tagtäglich tun, von denen ich euch hier solidarische Grüße sende. Und von denen zwei gerade hier bei mir stehen, Lea und Rupert.